heute ein weiteres Video zu dieser Fragerunde, also Answer-Video oder Antwort-Video. Und Fabian 1999 Trap, also Fabi, mir die erste Frage gestellt und es geht darum, gibt es in der Nähe von Stuttgart Fingerboarder Contests, Jams? Ja, ich habe da Sachen noch herausgefunden. Und du solltest dich auf jeden Fall auf fingerboard.de anmelden, weil da gibt es täglich Aktualisierungen und da kannst du dich auch mit Fingerboard aus Stuttgart in Verbindung setzen. Ja, und es gibt eine Jam oder Contest in also eine Veranstaltung von Fingerboarding in Stuttgart, das ist irgendwie in der Nähe vom Bahnhof, soweit ich weiß. Ich habe da jetzt auch keine genaue Ahnung, also da solltest du auf fingerboard.de nochmal nachlesen oder dich, wenn du da schon angemeldet bist oder so, auch mal, also da wird ständig auch aktualisiert. Und die ist immer am 3.3., leider hast du ja sie dieses Jahr schon verpasst, also am 3. März. Und dieses Jahr war das die Stuttgart Jam Nummer 4. Nächstes Jahr, denke ich mal, wird es auch geben, also die Nummer 5. Und da kannst du ja auf jeden Fall hin, denke ich mal. Wenn du dann nichts anderes vorhast. Und ja, du hast ja auch gefragt, gibt es da irgendwie Stores oder so? Ich denke mal, Titus wirst du ja kennen. Vielleicht kennst du ja auch den Titus Store in Stuttgart. Das ist ja ein Skateladen und da gibt es auch Fingerboards. Ich habe mal angerufen, mich mal erkundigt. Adresse und Telefonnummer schreibe ich unten in die Beschreibung. Was heißt das? Mailwerk. Lange Geschichte. Wollt ihr nicht wissen? Könnt trotzdem fragen, aber schreibe ich euch als. Nee, hätte ich bloß nicht damit gedacht. Scheiße. Egal. Tja. Oh. Es hat mich jetzt total durcheinander gebracht, aber was soll's. Ja, also der Titus Store, der verkauft auch Fingerboards von Titus aus Holz, Technik natürlich. Es gibt auch Black River Sachen. Du kannst auch dort irgendwie, gibt es ein paar Rampen, auf denen du halt fahren kannst und Fingerboarden kannst. Und du kannst sie halt auch kaufen. Und du kannst auch, denke ich mal, Burlingwoods und Trucks kaufen und alles Mögliche. Und da werden natürlich, denke ich mal, auch Fingerboarder unterwegs sein. Möchtest und du kannst dich ja da erkundigen und ich schreibe dir alles unten in die Beschreibung. Ja, das zweite ist heute, ich möchte einen Kanal supporten. Und zwar, er gefällt mir sehr gut, es ist kein Fingerboard-Kanal. Es ist ein... Kanal über... COD, also so ein Kommentierkanal, Comment-Kanal oder so, wie man das nennt. Und zwar gehört der Jan, ich kenne ihn persönlich eigentlich, ja. Und ich finde wirklich seine Videos echt toll, wie er die macht. Also das ist jetzt nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwie so Noob, also er macht die Videos wirklich gut und es ist irgendwie kein Camper oder kein Cheater, also er spielt wirklich gut und er bringt er mir Spiel wirklich nahe und ich finde seine Videos allgemein echt toll. Ihr solltet ihn abonnieren. Also das ist eure Sache. Aber wer irgendwie COD-Fan oder so ist oder allgemein, könntet ihr euch die Videos wenigstens anschauen. Also ich bin jetzt nicht so der viel Fan von Ballerspielen oder sowas. Ganz selten mal irgendwie mit Freunden mal was irgendwie Xbox spielen gegeneinander oder so, finde ich mal. Er macht das wirklich echt toll. Also die Videos, die müsst ihr euch echt anschauen. Also ich will euch zu nichts zwingen, aber wirklich, die Videos sind echt geil. Also sein Kanal heißt Miss Mystics, das zeige ich, schreibe ich unten rein. Also O, kleines O, nochmal. Von Anfang, kleines O, 0, großes M, Y, S, T, E, I, großes X, kleines X, also irgendwas mit U, Mystics, meist, ja, egal, das kann ich nicht aussprechen.
Also wirklich, die Videos sind echt geil, muss ich wirklich sagen. Und ich schaue mir seine Videos wirklich gerne an, das solltet ihr auch machen, oder besonders die Leute, die sich dafür interessieren oder gerne mal irgendwie am Computer spielen oder mal vielleicht einen Eindruck davon bekommen, wie es in dem Spiel aussieht, MW3, MW2 und sowas. Und ihr könnt ihn noch natürlich gerne fragen, er ist immer für Fragen gerne bereit. Und das war mal ein Support von ihm und das schreibe ich halt unten nochmal rein, wie sein Kanal heißt. Also solltet ihr euch wirklich ansehen, ist echt toll und danke, dass ihr das Video angeguckt habt. Haut rein!